Also ich bin Marc Potocznik und ich habe Grafikdesign studiert. Das nennt sich heutzutage visuelle Kommunikation. Ich habe das in Düsseldorf studiert, an der Fachhochschule. Und bin seit 2001 selbstständig mit meinem Studio Renderbaron hier in Düsseldorf am Rhein. Und der Fokus meines Studios sind 3D-Visualisierung, wissenschaftlich-technischer Inhalte, vorwiegend fürs Fernsehen, fürs ZDF zurzeit viel. Und das andere Standbein sind Visual Effects für Film und TV. Und auch da gibt es einige Produktionen fürs ZDF zum Beispiel. Ja, und so mache ich das schon seit 2001 mittlerweile. Und die Software, mit der ich das veranstalte, nennt sich Maxon Cinema 4D. Von der dürftet ihr ja auch schon gehört haben. Und mit Maxon Cinema 4D arbeite ich tatsächlich schon seit, ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, entweder Ende 97 oder Anfang 98, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war Version 4, mit der ich eingestiegen bin. Und ja, das klingt natürlich nach einer Menge Erfahrung mit Cinema 4D. Und das ist halt auch wirklich so. Und die gebe ich halt auch als Trainer weiter. Hier in meinem Studio, das ist auch ein Maxon Authorized Training Center, also hier kann man sich Kurse buchen, online oder on-site, also echt hier vor Ort oder als Online-Kurs 1:1. Ja, und das ist das, was ich tue und darüber kann ich euch heute was erzählen, wenn ihr Bock habt. Und vielleicht auch noch eine nette Anmerkung am Rande, du kommst aus Bad Honnef, ne? Ja, genau. Wir kommen wahrscheinlich auch der ein oder anderen Teilnehmer hierher oder zumindest aus der Nähe. Ja. Und bist dann aber nach Düsseldorf gezogen wegen der Arbeit. Tatsächlich habe ich lange Jahre, Vorgeschichte, ich habe ganze 18 Semester studiert, visuelle Kommunikation, nämlich von 96 bis 5, so 9 Jahre also, weil ich in Bad Honnef gearbeitet habe, in einer PR-Agentur für Wissenschaftskommunikation und bin dann tatsächlich zum Studium fertig machen nach Düsseldorf gegangen. Und habe ab dort auch 2001, da bin ich dann nach Düsseldorf gegangen, ab dort dann selbstständig gearbeitet. Das heißt, ich habe mich schon selbstständig gemacht, bevor ich mein Diplom gemacht habe. Ja, stark. Und wie bist du dann überhaupt zu dem Thema gekommen? Also was hat dich dazu angespornt, dich mit 3D zu beschäftigen? Weil das war ja wahrscheinlich dann gerade damals nochmal auch ein ganz anderer Zugang zu diesem Themenfeld, als das heute ist, wo man sich irgendwie alles for free runterladen kann. Ja, absolut. Mein grundsätzlicher Zugang ist, ich komme vom Zeichnen ursprünglich. Ja. Ich habe immer gern gezeichnet, schon als kleines Kind und wollte also was Kreatives machen als Job. Und bin dann zu 3D aber tatsächlich gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Denn ich musste ein Praktikum absolvieren, bevor ich das Studium anfing, nämlich ein Grundpraktikum von 3 Monaten. Das habe ich dann in dieser Agentur in Bad Honnef angefangen. Und da ging es dann beim ersten Telefonat darum, ja, wir machen auch so 3D mit Extrem 3D von Makromedia, war dann die Ansage, und das müsstest du dann auch machen. Habe ich mir gedacht, ja gut, fangen wir das doch mal an. Und dann habe ich da an einem uralt Mac gesessen, aus heutiger Sicht, und irgendwelche komischen Kugeln hin und her geschoben, die nach Plastik aussahen. Und alle 5 Minuten ist das Ding abgestürzt. Und das war mein Einstieg zu zu Makromedia Extrem 3D. Makromedia ist ja der Hersteller von Flash, was dann später Adobe wurde. Aber die hatten auch mal ein 3D-Programm im Portfolio. Das unsägliche Extrem 3D. Ja, und dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so hielt mir mein damaliger Chef dann Cinema 4D hin in der Version 4. Moment. Also für die, die es nicht wissen, Cinema 4D ist mittlerweile in der Version 23. So, das ist jetzt allerdings Version 1, glaube ich. Da steht noch drauf für den Amiga. Das habe ich mir allerdings auf eBay geschossen vor 2 Jahren. Aber so ähnlich antiquiert war das tatsächlich damals. Ich halte es mal ein bisschen in die Kamera. Der Fokus spielt nicht mit. Aber hier sieht man noch, welche einfachen Grafiken man, auf was man da damals stolz war. Also alles, was so ein bisschen Richtung Babylon 5 ging, alles, was irgendwie Computergrafik war, das war da extrem angesagt. Und mit der Zeit wuchs nicht nur die Fähigkeit von Cinema 4D, sondern halt auch die Ansprüche. Das heißt, heute gibt sich natürlich keiner mehr mit so einer Grafik zufrieden. Es sei denn, man will sie stilisiert zu machen. Das sieht noch so richtig aus.
Das sieht noch so richtig aus, wie ich auch so die Packung von Windows 95 in Erinnerung habe. Aber das ist ja dann auch die Zeit gewesen. Ja. Jetzt hast du ja schon über 20 Jahre dich mit der Software und der Thematik generell auseinandergesetzt. Mhm. Hat sich da so ein Lieblingsthema bei dir rauskristallisiert? Ich sehe schon dein T-Shirt, da steht, glaube ich, Shading Kung Fu drauf. Und da gibt es auch noch zwei ist das Brüder auch dein, von dem T-Shirt, da steht Lighting Kung Fu und Rendering Kung Fu. Und das sind dann auch die... Das ist dann auch der Fokus, also Shading, Lighting und Rendering. Alles, was das Bild realistisch macht, okay, nach dem eigentlichen Modellieren, nach dem Animieren, obwohl ich die Bereiche natürlich auch mit abfange, aber alles, was irgendwie dem Auge vorgaukelt, ist ein Foto statt ein Rendering, das ist so mein Baby. Cool. Und auch immer das, was dann leider am Ende die Zeit in Anspruch nimmt, wo man dann warten muss, bis der PC alles gerendert hat. Was machst du so, wenn du gerade wieder warten musst, dass das Rendering fertig ist? Dafür schalte ich mal eben hier auf die andere Kamera um. Dann gehe ich raus an den Rhein. Wenn ich warten muss. Nein, Scherz beiseite. Die Wartezeiten, die muss man natürlich im Rahmen halten. Und dafür habe ich hier einiges an Hardware rumstehen, also eine interne kleine Renderfarm von 16 Maschinen mit einer Gesamtleistung von ungefähr 300.000 Cinebench-Punkten in Cinebench Release 23. Und erste Bestrebung muss natürlich sein, die Renderzeiten kurz zu halten. Das kann man natürlich einerseits von der Hardware-Seite abfangen. Andererseits muss man natürlich von der Software-Seite her A, eine fähige Software haben, aber auch vor dem Monitor muss etwas Fähiges sitzen, nämlich der Artist. Es hilft also nichts, alle möglichen Parameter reinzukloppen und dann zu denken, jo, gehe ich mal Mountainbike fahren bis nächste Woche, sondern man muss natürlich auch wissen, was man tut. Und so kann man die Zeiten mit diesen drei Faktoren verkürzen. Und in der restlichen Zeit tut man das, was das Leben schöner macht oder was sonst noch getan werden muss. Ja, da hast du aber schon ein gutes Stichwort geliefert, also die Kniffe, die die Person vor dem PC können muss, damit man eben nicht Ewigkeiten auf sein Rendering warten muss. Mhm. Dazu kommen wir später noch zu den konkreten Arbeitstipps. Vielleicht kannst du jetzt einfach, bevor wir in die Tiefe einsteigen, ein paar, also das ein oder andere konkrete Projekt oder eine konkrete Arbeit von dir kurz vorstellen. Gerne irgendwas, was dir besonders viel Spaß gemacht hat oder wo du besonders stolz drauf bist. Vorstellen, wie wollen wir das denn machen? Mit Bildschirm teilen oder mit Link in den Chat posten oder wie hast du das gedacht? Das ist wahrscheinlich die einfachste. Ich nehme an, also wenn das, solange es Standbilder sind, ist wahrscheinlich Bildschirm teilen am einfachsten. Einen Moment, dann muss ich eben mal den Vollbildmodus. Moment, ich gebe dir da auch. So, ich würde nun meinen Bildschirm freigeben und gehe einfach mal auf meine Website drauf. So, da sind wir jetzt. Seht ihr meine Website? Sehr gut. Ja. Da habe ich jetzt erst gestern eine Arbeit hochgeladen, die am Sonntag um 7:30 im Fernsehen kommt, nämlich im zweiten, im ZDF. Und zwar ist das eine ganz frische Arbeit für ZDF Terra X. Und da geht es um das Thema Tiere, die Geschichte schreiben. Und da geht es zum Beispiel, welchen Einfluss die Viehzucht hatte auf die Zivilisation in Europa, welchen Einfluss die Ratten hatten bei der Verbreitung der Pest, die Pferde beim Ausbreiten des Mongolischen Reichs und so weiter und so fort. Das ist eine Arbeit, über die ich mich jetzt halt aktuell freue, weil die ist gerade hübsch und fertig und frisch und zurzeit direkt schon in der Mediathek zu sehen. Ausschnittsweise hier, was ich beigesteuert habe auf meiner Website, beziehungsweise am Sonntag in voller Länge dann um 7:30 im zweiten. Und das ist eine recht typische Geschichte, wo es darum geht, Verortungen zu zeigen. Ich zeige hier mal so den ersten Frame, am besten ohne Ton, wo man, seht ihr das jetzt gerade? Sehr gut. Wo man einfach eine Verortung hat. Hier ist man irgendwie in so einer Ansicht, so ein bisschen wie aus der ISS, der Space Station heraus, über dem Baikalsee in Russland. Und jetzt sieht man dann gleich, wie sich das Mongolische Reich quasi ausbreitet, wie so ein Lauffeuer im Grunde. Und am Ende hat man dann eine globale Ansicht und
sieht, wie sich das Mongolische Reich als Riesenreich in nur 20 Jahren unter Genghis Khan ausgebreitet hat. Das war so ein ganz typischer Job für Terra X. Und das haben wir dann am Ende auch noch in einer anderen Form. Das sind jetzt 5 Animationen gewesen. Und die letzte war jetzt zum Beispiel, dass man zeigt, man ist hier über der, ich gehe mal kurz zurück, über dem mittelalterlichen Kaffa, das war eine Handelsstadt der Genueser Seerepublik. Man sieht hier auch die ganzen Seewege Richtung Konstantinopel und Bosporus. Und dann sieht man hier hinterm Schwarzen Meer, Ecke Kaspisches Meer, so aus Asien, die Pestilenz rüberschwappen. Und das sieht man anhand von so fiesen schwarzen Pusteln, die sich da so über dem Kontinent ausbreiten. Unter anderem, weil der nette mongolische Herrscher in Kaffa Pestopfer über die Stadtmauern zu den Genuesern rüberschleudern ließ. Und so verbreitete sich die Pest in ganz Europa mit den Schifffahrtswegen. So, und das sind eigentlich erstmal ein bisschen angestaubte historische Fakten vielleicht, aber da ist es dann eben meine Aufgabe, die in reichhaltige und ansprechende Bilder zu verpacken und dabei eben auch einfach zu erklären. So, das ist jetzt mal so ein spezielles Projekt gewesen, ganz frisch fertig, quasi gerade fertig gerendert, fertig composed und am Sonntag um 19:30 im ZDF. Ja, cool, das sieht echt sehr gut aus. Ich vermute da schon Fields drin. Ja. Vermute ich da richtig? Richtig, ja. Ah, okay. Genau. Das ist eines der neueren Feature von Cinema 4D, für die das schon mal gehört haben. Ja, das ist echt ein cooles Projekt. Für die interessiert sind, in der Lea-Gruppe sind ja auch noch Links zu den weiteren Arbeiten vom Marc. Da könnt ihr euch dann gerne mal umschauen. Und auf der Webseite seht ihr ja sowieso gerade, dass da alles zu sehen ist. Gibt es bei dir so einen typischen Arbeitstag oder ist es doch immer wieder anders? Der typische Arbeitstag ist eigentlich um 8:30, 9 hier aufschlagen und um 5 bis 6 Uhr hier weggehen. Der typische Arbeitstag besteht daraus, erstmal meistens viel zu lange mit irgendwie Bürokram zu verbringen, E-Mails und irgendwelcher Kommunikation, natürlich auch Bürokram, Papierkram, Steuern und so ein Krempel. Das ist natürlich alles ein riesen Overhead, bis man mal seine eigene Arbeit machen kann. Auch Akquise betreiben, das frisst leider viel Zeit und das muss man im Auge behalten. Das ist natürlich wichtig, aber man muss es organisieren und dass das nicht zu viel Zeit frisst. Und auch ein guter Tipp ist, das Handy auf lautlos stellen bei der Arbeit, weil sonst, also sich von Ablenkungen fernhalten und auch Facebook nicht allzu oft anzuklicken. Das hilft bei sowas. Und ansonsten, wenn du das so runterbrechen würdest von 100% Arbeitszeit, wie viel verbringst du da mit Cinema 4D und wie viel musst du dein Studio an sich handeln? Das ist schwer zu sagen. Aber ich sag mal, ein Viertel bis ein Drittel ist Bürowuppen und ein Dreiviertel, zwei Drittel, das ist dann die eigentliche Arbeit, für die ich auch mein Diplom habe und gelernt habe. Das ist frisst leider viel Zeit. Aber halt auch wichtig, ne? Sonst ja, klar. Kann man dann irgendwann gar nicht mehr mit Cinema arbeiten. Ja, natürlich. Wenn die Akquise zum Beispiel ausbleibt. Ja, genau. Auch Infrastruktur frisch halten, sprich Software und Hardware aktuell halten, pflegen, das Büro pflegen, sauber machen, schick machen. Klar, es gehört auch alles dazu. Ne? Apropos Büropflege, bist du alleine, arbeitest du mit Kollegen, hast du Freelancer um dich rum? Also ich habe hier im Studio habe ich 4 vollständige Arbeitsplätze, die besetzt werden können mit Freelancern. Und dann habe ich hier im Trainingsraum auch nochmal, 5 Arbeitsplätze bei Bedarf. Und aber das meiste mache ich tatsächlich allein. Also die Arbeiten, die du auf meiner Website siehst, die sind zu 95% allein auf meinem Mist gewachsen. Oder sogar noch 97%. Und Arbeiten wie zum Beispiel Tracking oder irgendwelches zulieferndes Modeling oder so, oder Programmieraufgaben oder Character Rigging,
Das sind so Sachen, die ich einkaufe von Freelancern. Also alles, was ich nicht selbst 100% kann. Das heißt also, wenn du einfach insgesamt mehr Workload hast, dann versuchst du das grundsätzlich selber zu stemmen und holst dir die Kollegen dann eher für die spezialisierten Dinge dann ran. Ja, genau. Oder das, was alleine nicht zu handeln ist, zu schultern ist. Also zu Stoßzeiten zum Beispiel. Aber wie gesagt, das meiste packe ich und gut noch alleine. Cool. Und das meiste machst du dann, ja, nehme ich mal an, in dem Studio. Ich habe mal in einem Talk von dir gesessen, da hast du von einem von einer Musikvideoproduktion erzählt. Das war, glaube ich, eine indische Sängerin oder ein indischer Sänger. Da warst du, glaube ich, dann auch am Set vor Ort. Ja, ja. Also Persisch, okay. Also Arbeitsplatz ist hier mein Studio hier in Düsseldorf-Benrath. Und aber Set-Supervision, das ist ja eine Sache, die explizit vor Ort stattfinden muss, damit du halt beim Dreh dabei bist und darauf achtest, dass irgendwie die Kameraeinstellungen dazu passen, was du später veranstalten sollst, das Licht dazu passt, das Set zu dokumentieren. Also das typische Set-Supervision machen vor Ort beim Dreh geht natürlich nur beim Dreh. Und meistens macht das auch Sinn, dass man da hinfährt und das auch in Rechnung stellt und kalkuliert. Denn wenn du selber alles dokumentiert hast, was du später an Angaben brauchst für Visual Effects, hast du dir immer einen riesen Vorschub geleistet und eine gute Vorarbeit geleistet. Und wenn die fehlt, dann ist Holland in Not. Passiert dir das manchmal, dass du dann nicht beim Set vor Ort sein kannst oder darfst oder wie auch immer und du dann ja, selber viel nacharbeiten musst, was dann am Set vergessen wurde von den Leuten vor Ort? Ja, also Sachen, wo es unerlässlich ist, da muss ich einfach muss ich mit dabei sein. Irgendwie, also ein Einsatzbeispiel waren zum Beispiel ZDF Terra Express. Das ist so der kleine Bruder von Terra X. Das ist eine Sendung, die kommt Sonntagabend um 6:30 im Fernsehen. Und die haben sich zur Angewohnheit gemacht, Moderationsüberleitungen von einem zum anderen Themenbereich immer mit irgendwelchen Visual Effects im Hintergrund, im Studio darzustellen. Und wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass ein Kamerakran irgendwie benutzt wird und man muss eben mit dieser bewegten Kamera einen Visual Effect hinter den oder um den Moderator herum einbauen, dann ist es logisch, dass du da vor Ort sein musst, um das zu dokumentieren, das Set, die Räumlichkeiten zu vermessen, Kameraeinstellungen dir zu notieren, wo das Licht herkam und Referenzfotos zu machen. Ich habe hier mal mein damaliges Skizzenbuch gerade zur Hand. Dann kann ich mal zeigen, wie sowas aussieht. Ich mache das ganz oder habe das ganz klassisch gemacht, weil das ist das Zuverlässigste, dass du einfach am Set rumwanderst und alles abmisst. Mit entweder dem hier oder einem Lasermessgerät. Gibt es von Bosch ganz Gutes beim Bauhaus. Und dir das dann alles notierst. Und dann bist du das alles mal abgegangen, hast dir Notizen gemacht und bist auf der sicheren Seite. Dazu müssen dann natürlich noch jede Menge Referenzfotos kommen. Oder man macht solche Dome-Fotos, dass du entweder eine polierte Kugel hast, die du in die Gegend hältst und die fotografierst von zwei Seiten oder für das diffuse Licht nochmal eine rau geriebene oder sandgestrahlte Kunststoff- oder Pappkugel, die das diffuse Licht einfängt. Und dann hast du für dich, für deine spätere Arbeit genug Polster, von dem du zehren kannst. Ja, spannend. Nutzt du da auch eine 360-Grad-Kamera oder bleibst du da eher bei diesen Kugeln? Weder noch eigentlich. Bisher bin ich immer gut gefahren, einfach das Set abzumessen oder Panoramaaufnahmen zu machen mit meiner DSLR. 360-Grad-Kamera wäre natürlich praktischer, aber habe ich noch nicht im Einsatz. Aber das wäre sicherlich eine Anschaffung für solche Zwecke, auf jeden Fall. Und was ich auch interessant finde, ist der LiDAR-Scanner beim neuen iPhone 12 Pro. Da spiele ich auch mit dem Gedanken, weil der ja eine Reichweite hat von 5 Metern, dieser kleine Laserscanner. Und damit sollte man zumindest einfache Objekte wie Stühle, Tische und Co. schon mal grob erfassen können für den Einsatz als Schattenwerfer oder als Spiegelungsdummy oder so. Dafür sollte das auf jeden Fall reichen. Also das wäre auch interessant.
Ja, da tut sich auch aktuell sehr viel, ne, in dem Gebiet. Also leider, und 360-Grad-Kamera ist ja, habe ich zumindest den Eindruck, alles noch recht neu, dass das so regelmäßig im Einsatz ist. Ich habe heute erfahren, dass es leider schon seit Apollo 15 in den 70ern gibt und mittlerweile kannst du das in deinem Telefon nutzen. Ja, das ist schon cool und wahrscheinlich auch eine willkommene Abwechslung, dann da mal rumzulaufen am Set, die Leute da zu treffen. Ja. Wie häufig kommt das so vor in deinem Arbeitsalltag und wie ist jetzt so die Situation mit Corona bei solchen Sachen bei dir? Also seit der ätzenden Pandemie Anfang letzten Jahres gab es kein Projekt in der Richtung mit Set-Supervision. Einfach aus dem vollen Grunde, weil die Drehs mit Präsenz von Personal kräftig runtergefahren wurden. Deswegen kann ich da keine Antwort geben. Aber was war der erste Teil der Frage nochmal? Wenn es jetzt kein Corona gibt, also die Zeit davor, wie oft hast du das da so gemacht? Ich sag mal einmal im Quartal, vielleicht einmal im Quartal. Und ja, so ungefähr. Nicht zu häufig. Also eher die Ausnahme und der Großteil deiner Arbeit, den kannst du dann im Studio machen, was ja Genau. letztendlich dann auch remote ist, ne, für den Kunden. Ja, also ich sag ganz bewusst, ich bin nicht der klassische Freelancer, sondern ich bin der externe Dienstleister, weil ja hier auch mehrere Leute arbeiten können. Und ich profiliere meine Leistung oder unsere Leistung auf jeden Fall als Studio und nicht als Freelancer, denn das findet alles hier statt und nicht mehr von vor Ort oder so, es sei denn, man muss dorthin für Set-Supervision. Na, aber das ist halt auch eine Kostenfrage, weil so ein Tag am Set will auch bezahlt werden. Die Anfahrt will bezahlt werden und wenn geknausert wird, wird das halt eingespart. Und dann muss das halt so einfach gestaltet werden, dass du wirklich mit dem Footage, was du kriegst, auch was anfangen kannst, ohne noch 50 Mal nach irgendwelchen Licht- oder Raumverhältnissen nachfragen zu müssen beim Kameramann. Ach so, das Interessante übrigens beim, was du meintest, dass es interessant ist, so eine Set-Supervision zu machen, das ist in der Tat so, weil du tatsächlich auch so ein bisschen VFX-Regie führen kannst im Grunde. Das heißt, du musst natürlich, bist du an die Anweisung des Regisseurs gebunden, das ist klar, aber du kannst halt in Zusammenarbeit mit dem Regisseur vor Ort sagen, mach mal das Licht vielleicht noch ein bisschen so, kannst du mit der Kamera nochmal totaler gehen und guck mal, die Kamera hat gewackelt, bitte den Take bitte jetzt nochmal aufnehmen. Und das ist wirklich schön, weil dann hast du wirklich Einfluss auf den Shot. Kann man auch sich schönen Das Ärger auf ist sich zuziehen, wenn man sagt, ja, das war immer noch nicht richtig, ich musste leider nochmal neu machen. ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Und zwar würde ich dich gerne fragen, welche Software-Tools du so am häufigsten einsetzt. Wo wir jetzt bei Set-Supervision waren, da muss ich zum Beispiel an den Motion-Tracker bei Cinema denken. Der kommt dann wahrscheinlich bei dir häufiger im Einsatz. Oder trackst du mit externer Software? Ich hab so eine Aversion gegen so pur technische Vorgänge oder pur technisch notwendige Sachen, die man machen muss, weil ich bin eben 3D-Artist und nicht 3D-Techniker und deswegen habe ich immer so ein bisschen, ah, jetzt muss ich das noch tracken, so die Einstellung. So und deswegen benutze ich, lange Überleitung, am liebsten den automatischen Tracker. Und wenn mit anständiger Vorbereitung und Kamerakalibrierung das Ganze in Cinema nicht funktioniert mit dem automatischen Tracker, dann benutze ich gerne SynthEyes. Den habe ich in der Version von 2013, glaube ich. Und selbst in der alten Version ist der automatische Tracker Gold wert und macht fast alles richtig mit einem Knopfdruck. Und ich glaube, die neueste Version, soweit der Newsletter mich nicht täuscht, hat sogar AI-basierte Funktionen an Bord. Also noch besseres automatisches Tracking. Und ich glaube, auf den werde ich updaten. Aber wie gesagt, um es kurz zu machen, der Tracker in Cinema ist gut. Und den benutze ich auch gerne. Und wenn der aber nicht weiterkommt in nicht so viel Fummelmodus, dann benutze ich den Autotracker in Synthesizer. Ah, okay. Das ist auch schon ein gutes Stichwort für später. Das AI, das muss ja gefühlt inzwischen auch in jeder Software drin sein, damit die cool beworben werden kann. Ist ja zum Beispiel auch in Photoshop inzwischen teilweise auch drin. Was nutzt du da sonst noch so, um Cinema
drumherum, so klassische Software. Ich weiß, dass du After Effects auch im Einsatz hast, richtig? Ja, genau. After Effects fürs Compositing. AI benutze ich eigentlich nur an zwei Stellen im Workflow, nämlich den Intel Image Denoiser in Cinema 4D. Wenn man den benutzt, ist Deep Learning basiert und entrauscht dir ein Bild mit vielen stochastischen Samples, mit Rauschen. Da benutze ich AI mehr oder weniger, wenn ich den anhabe. Und anderweitig benutze ich AI eigentlich nur zum Hochskalieren von Fotos und Videos. Und zwar mit Programmen der Firma Topaz Labs. Da benutze ich für Fotos Gigapixel AI, was grandiose Ergebnisse macht. Und für Videos benutze ich zum Hochskalieren von alten Footage zum Beispiel Topaz Video Enhance AI. Und das sind beides großartige Tools. Und die AI ermöglicht da Ergebnisse, die wären vor 15 Jahren noch Science Fiction gewesen. Ja, okay. Ich meinte jetzt auch eher generell die Software, die du so um Cinema herum nutzt. Jetzt muss jetzt auch gar nicht unbedingt AI sein, aber du hast ja jetzt schon doch ein paar genannt. Das sind im Endeffekt auch, also jetzt After Effects zum Beispiel, sind auch Softwares, die Studio hier benutzen. Also ich nehme an, du bist generell in dieser Adobe Suite dann auch unterwegs. Ja, absolut. After Effects und Photoshop und Cinema 4D, das ist es eigentlich für die meisten Sachen. Und dann peripher nochmal diese beiden Topaz Labs Anwendungen und manchmal SynthEyes und das war's auch schon. Mhm. Und jetzt hast du ja eben schon angesprochen, du hast in deinem Studio eine eigene kleine Renderfarm, die genau 300.000 Cinebench-Punkte schafft. Ja, ja. Das ist also CPU-basiert, nehme ich an. Genau. Mhm. Das heißt, welcher Renderer ist so das, was du standardmäßig einsetzt? Ja, so, da kommt die Gretchenfrage. Also bisher bin ich für Animationen auf CPU-Rendern bei Standard- und Physical-Renderer. Nun sind die aber wirklich so lang mit dem Bart mittlerweile, die beiden Software-Engines, dass ich momentan, man hört und staunt, tatsächlich auf Redshift bin. Also ich lerne Redshift. Ich werde wohl noch ein bisschen bei Standard und Physical bleiben, was das Rendern von Animationen angeht. Unabhängig davon arbeite ich mich jetzt in Redshift mal ein. Und Corona-Renderer steht auch noch auf der Liste, weil der halt CPU-basiert ist und auch deutlich einfacher zu handhaben als Redshift. Und dahin geht die Reise in nächster Zeit. Dennoch streche ich die Fühler auch gerade nach Redshift aus. Aber nicht für im Netz und auch nicht für Animationen, sondern nur für Stills. Und natürlich, um mein Trainingsportfolio in Sachen Redshift zu erweitern. Ja, cool. Dennoch. Vielleicht für die. Die Studierenden hier, Redshift kommt auch auf euch zu. Ja. Dennoch muss man dazu sagen, man kann jetzt Physical und Standard nicht mehr unbedingt als zeitgemäße Render-Engines bezeichnen, weil man steht schon, wenn man Redshift aufmacht oder Corona aufmacht, dann ist das schon so wie ein Kind vom Weihnachtsbaum, ne? wenn man da das erste Mal reinguckt. Insofern... Also man muss das schon sagen, Maxon, ey, da ist wirklich viel Spinnenweben an den beiden internen Renderern drin. Und ich raff auch nicht ganz, warum man für die Subscription nicht einen fähigen, zeitgemäßen internen Renderer mitkriegt, sondern extra Redshift mit dazu nehmen muss. Raff ich auch nicht so ganz. Dennoch, aus Standard und Physical kannst du immer noch eine Menge rausholen. Erst diese Erdanimation, die ich jetzt gezeigt habe, die ist natürlich mit Standard-Renderer entstanden. Und der ist auch sauschnell, wenn man ihn nicht überfordert. Und genauso kann man auch mit Physical gute Ergebnisse machen. Und alle Arbeiten, die auf meiner Website zu sehen sind, sind mit Standard und Physical entstanden. Ausnahmslos. Gibt nichts anderes auf meiner Website. Das heißt, man kriegt schon was Anständiges damit hin. Man muss sich nur anständig damit auseinandersetzen. Zum Beispiel einen Kurs bei mir buchen. Ja, stark. Der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Also das Entscheidende ist am Anfang zumindest eher das Wissen und nicht das Tool, weil das bringt halt nichts, wenn man ein tolles Tool hat, was man dann aber nur schlecht bedienen kann. Und wo wir gerade bei dem Stichwort sind,
Ich halte es an der Stelle für meine Pflicht, das mitzugeben, jüngeren Studierenden. Man sollte sich am Anfang nicht zu sehr auf vorgefertigten Krempel verlassen. Das heißt, man lädt sich hier ein Lightkit runter und da ein paar Modelle und da ein paar Texturen und da gibt es noch eine Shader-Sammlung. Lieber selber lernen. Lieber von Anfang an ein Dreipunkt-Licht-Setup machen, Shader selber lernen und erkunden, wie das alles funktioniert und gleich anständig machen. Ja, absolut. Also da muss man vielleicht auch dazu sagen, gerade wenn man jetzt noch so am Anfang steht, später ist das wahrscheinlich schon hilfreich, ne? Wenn es wirklich auf die Minute ankommt oder auf die Stunde, die man Arbeitszeit irgendwie zur Verfügung hat, wenn ich mir da ein Preset kaufe. Aber am Anfang habe ich da natürlich nicht viel von, wenn ich nachher gar nicht weiß, wie irgendwas funktioniert. Muss ich auch in Frage stellen. Auch später ist das so eine Sache. Wenn es um die letzte Minute geht, hast du diese letzte Minute auch nicht, wenn du erstmal ein Preset entschlüsseln musst, um es zu verstehen. Weil dann kommt der Kunde um die Ecke und sagt, ja, mach doch mal das da. Ja, aber da muss ich mich erst einarbeiten. Ja, warum? So, also letztlich ist selber verstehen, selber machen immer gut oder ist Fremdangebotenes so gut verstehen, dass du es ohne weiteres einsetzen kannst. Ein gutes Beispiel sind die Real Displacement Texturen vom Christoph Schindler, rdtextures.com. Das sind großartige 3D-Scan-basierte Texturen. Du musst halt vorher wissen, wie du sowas aufsetzt in deiner Render-Engine, ne? Also sogenannte PBR-Texturen. Und nicht erst dann studieren, wie ich das mache, wenn es der Fall ist. Aber grundsätzlich hilft immer mehr Skills, weniger Zeit verbraten. Ja, guter Punkt. Auch interessant habe ich gestern gesehen, nur eine kleine Bemerkung am Rande, in der Octane-Facebook-Gruppe kann man aktuell an einer Challenge teilnehmen und die gesamte Datenbank gewinnen von den RD-Textures. Ach, geil. Aha. Ist jetzt natürlich nochmal ein anderer Renderer, aber das hat er da angeboten, dass das der erste Preis von dieser Challenge wird. Nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, was da nachher das gewinnende Bild ist. Ja, jetzt haben wir gerade über Cinema gesprochen, Redshift, Renderer und so weiter, also viel Software. Wie sieht das da aus bei der Orga? Also hast du irgendwelche Tipps auch für die Studis im Umgang mit der Software, wo du jetzt sagst, zum Beispiel Layer in Cinema 4D, Layer-Systeme oder auch schlichtweg in Windows, wenn ich so ein Projekt anlege, Ordnerstruktur und so weiter. Hast du da Empfehlungen, wie man da rangehen sollte versus alles auf dem Desktop abspeichern zum Beispiel? Ja, alles auf dem Desktop ist schon mal nicht so klug. Eher auf C und dann Link auf dem Desktop. Aber ja, also es hilft halt, sich eine sinnfällige Benennung anzueignen und nicht jetzt Final 02 super toll und super toll 02 bis 10 dann hinten dran als Suffix. Das, so habe ich auch angefangen. Das gibt natürlich Chaos, sondern du nennst es nach Kundenprojekt und dann vielleicht Spezifikation. Ist das nur ein Render-Pass oder ist das der Beauty-Pass und dann welche Versionsnummer? Und dann immer einen nervösen Steuerung S Finger haben für oder Steuerung Shift S für Speichern unter und dann Ordner anlegen wie 3D, AEFX für After Effects, Material, also Input vom Kunden bekommen, Schriftverkehr, PSDs für Photoshop arbeiten und das hilft dann schon mal. Und wenn du das über die Jahre hinweg immer in derselben Struktur speicherst, dann hast du auch überhaupt kein Problem, uralte archivierte Projekte nochmal für aktuelles zu verwerten. Hast du da so absolute No-Gos oder Fehler, vielleicht auch gerade von Einsteigern, wo du sagst, boah, jetzt habe ich schon wieder ein Projekt zugeschickt bekommen, zum Beispiel, wo ich irgendwie dran weiterarbeite, wo dann genau sowas fehlt oder wo du jetzt halt sagen könntest, ach, das passiert so oft und das klaut mir immer so viel Zeit, wenn jemand anders das verpatzt vorher? Also das, was man selber verpatzen kann, sind mangelnde Backups, nicht genügend Backups. Minderwertige Speichermedien, also man spart beim Kauf beim Saturn irgendwie einen Zehner, freut sich und nach einer Woche ist die Festplatte platt. Das sind die eigenen Patzer. Oder nicht genügend Backups, auch Backups an unterschiedlichen Orten zu machen. Und ansonsten weiß ich nicht. Also
Was andere verpatzen können, ist eine Frage, wie man seinen Kunden erzieht. Und das ist auch ein wichtiges Stichwort, dass du sagst, hör mal, ich brauche bis dann und dann zum Starten des Projektes alle Vorlagen. Ich brauche diese und jene Vorlage. Und wenn das nicht da ist, kann ich nicht anfangen. Und das ist eine Frage der Kommunikation. Und wenn keiner auf den Kopf gefallen ist von beiden Enden der Kommunikation, dann sollte das kein Problem darstellen. Mhm. War das die Frage? Ja. Also Sachen vorab klarstellen. Richtig. Ja, also die Frage war eigentlich eher auf dieses, zum Beispiel auf so Software-Patzer abgezielt, aber das ist ja im Endeffekt, wie du gerade sagtest, wenn man das vorher alles klärt und man weiß, wie man sich untereinander austauscht, dann kann man das ja grundsätzlich vermeiden. Also Software-Patzer fällt mir nur ein Festplatten-Crash und das liegt an eigener Faulheit, dass man nicht zwei oder drei andere Festplatten vorher damit befüllt hat mit dem Inhalt. Das kann man übrigens auch automatisiert machen. Das heißt, ich mir auf meinem Mac angewöhnt, ein tägliches Backup automatisiert auf eine externe Platte zu ziehen. Das heißt, das wird dann regelmäßig durchgeführt oder nutzt du auch sowas wie ein RAID-Verbund? Ja, also ich habe jetzt einen älteren Mac Pro 5.1 nochmal schön schnell gemacht als meine tägliche Maschine außerhalb anspruchsvoller 3D-Arbeiten. Und da habe ich tatsächlich zwei NVMe-SSDs als RAID 0 konfiguriert. Das heißt, da habe ich schon mal ein RAID, obwohl das ist ja keine Datensicherheit, sondern einfach nur großes Volume auf zwei Medien. Und die werden aber täglich kopiert mit Carbon Copy Cloner, einer 30-Euro-Software, auf ein PCI-Express-SSD im Rechner drin. Und davon kann ich dann nochmal auf gewöhnliche HDs, mechanische HDs, nochmal Backups ziehen oder auf externe. So habe ich mir das angewöhnt. Und dieser Mac Pro ist mein Hub für alle Arbeiten und meine After Effects Maschine. Der ist natürlich nicht mehr schnell genug für richtiges 3D. Das mache ich auf Windows-Maschinen, die entsprechend kraftvoll sind. Und von denen ziehe ich täglich ein Backup auf diesen nochmal gebackupten Mac und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und ab und zu sollte man sich alle seine Daten mal schön auf einer Festplatte mit nach Hause nehmen oder ins Bankfach legen oder sowas. Stichwort Bürobrand oder Einbruch. Ist zum Glück noch nicht passiert. Oh ja. Ja, das klingt auf jeden Fall solide. Jetzt waren wir sehr technisch in der Tiefe. Ja. Gehen wir da vielleicht nochmal so ein bisschen raus. Wir haben ja jetzt über Orga und Struktur im PC sozusagen geredet, also sprich, wie lege ich meine Ordner an, wie benenne ich Dateien. Wie sieht das so außerhalb des PCs, also in deinem Büro aus? Wie organisierst du dich auch mit den Kollegen? Nutzt du sowas wie zum Beispiel ein Kanban-Board oder hast du da irgendwelche Tipps, Stichwort To-Do-Liste, Terminkalender, sowas in der Richtung? Ja, also wie man sieht, ist es in meinem Büro ordentlich. Und das ist schon mal ein anständiges Arbeitsumfeld. Also nicht, dass da irgendwo die Mäuse durchkriechen oder so, das wäre doof. Aber ansonsten, was die Orga von Projekten angeht, so mache ich das. Ich mache mir eine Liste und arbeite die ab. Und ich bin kein Freund von so einem Software-Overhead mit, ich muss das jetzt alles in einem Flowchart drin haben und in einem Gedanken-Bubble-Diagramm und ist nicht meins. Und das mache ich tatsächlich noch mit Stift und Papier. Wenn ich mich jetzt mit anderen größer abstimmen müsste, wäre es wahrscheinlich mit was anderem, aber für mich komme mit sowas super klar. Also leider keine allzu konstruktive Antwort. Na ja, gut, auch das, wenn das funktioniert, das ist ja das Entscheidende. Also das kann ich auch jetzt an der Stelle nochmal so weitergeben, wenn dann im Sommersemester eure Projekte wieder auf euch zukommen, dann führt so ein Projekttagebuch. Richtig. Und der hier hilft immer bei Prioritäten setzen. Hier kam gerade noch die Empfehlung im Chat für Organisation, kann ich die Bullet Journal Methode nur empfehlen. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das genau ist, aber das kann man ja schon mal als Schlagwort so mitnehmen. Bullet Journal Methode kenne ich nicht. Was ist das denn? Vielleicht
Mag der diejenige das kurz erläutern? Also hier ist mal meine Bullet Journal Methode. Da habe ich einfach eine Liste. Und dann mache ich mir Häkchen dahinter, wenn ich das erledigt habe. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Ist das damit gemeint? Kann man das so vergleichen? Der Ton geht leider nicht. Okay, gut, dann nehmen wir den Begriff so mit und machen uns im Nachhinein schlau. Genau. Jetzt haben wir noch gute 10 Minuten, vielleicht noch so ein paar Sachen nochmal rückblickend. Ich habe jetzt so als vorletzten Punkt Aktuelles, Vergangenes und Trends. Wir haben ja jetzt auch schon über viele Sachen gesprochen, Hardware wie softwaremäßig oder auch Arbeitsmethoden. Wenn du jetzt so zurückguckst, über welche Entwicklungen, die sich so getan haben in der Branche, Software, Hardware-mäßig, aber auch einfach arbeitsmethodisch vielleicht, wo bist du da besonders froh? Also wo sagst du so, ach ja, boah, als es das dann mal gab, da war alles einfacher und vorher war es ja total umständlich. Mhm. Und umgekehrt gibt es auch was, wo du sagst, boah, das war irgendwie früher viel besser und heute ist alles nur noch schnell, schnell Instagram und das nervt mich und das war früher vielleicht besser. Also auf der Hardware-Seite habe ich mich natürlich über Moore'sches Gesetz gefreut, also dem Zuwachs an Computerpower über die Jahre hinweg, der exponentiell eine gewisse Zeit lang lief. Aber ich habe ja auf Mac gestartet, auf einem Power-Mac mit sage und schreibe 2x800 Megahertz. Im Jahr 2001 war das die Top-Maschine. Und ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass die Prozessorgeschwindigkeiten so zunahmen und dass Apple irgendwann auf Intel umgestiegen ist und ich dann irgendwann auf Intel Xeon-Prozessoren arbeiten kann, die einfach, also wie ein VW-Käfer, ja, nicht 30 Jahre, aber bislang 10 Jahre stabil dauerhaft, ne? Es geht nicht kaputt. Das ist einfach ein großer, großer Wert auf langer Sicht im Business. Das war so der hardware-seitig das Interessante und dann natürlich auch der Umstieg von Macs auf Windows-PCs war für mich wichtig, weil ich einfach sah, irgendwann 2015 oder so, da von der Mac-Seite her kommt im Profisegment nicht mehr viel Gescheites, außer extrem hippen und extrem teuren Produkten. Und den Weg verfolgen sie ja leider immer noch so großartig. Also nach dem 2010er Mac Pro kam irgendwie nicht wirklich richtig Geiles mehr von der Computerseite her. Deswegen froh gewesen, auf HP Z-Workstations umgestiegen zu sein. Was Software angeht, war ein Meilenstein für mich die Einführung von Ambient Occlusion in Cinema 4D Release 8.5, weil ich damit besseres Licht machen konnte, bessere diffuse Schatten machen konnte. Und die Einführung von Global Illumination in Cinema 4D war auch für mich ein Meilenstein, allerdings im, sagen wir mal, umgekehrten Sinne. Das war in den Anfangsjahren so rechenaufwendig, dass ich mir angeeignet habe, wie ich das ohne machen kann mit dem Licht. Und dadurch habe ich meine Lighting-Skills unheimlich verbessert und bin dadurch auch in der Lage, Lighting zu unterrichten und Shading und Rendering. Ich brauche es also nicht unbedingt. Und das war für mich softwaremäßig ein Meilenstein, weil ich eben sah, was andere Kollegen mit GI machen konnten, mit Global Illumination. Und da wollte ich halt selber manuell hin. Insofern war es ein riesen Motivationspunkt für mich. Und noch ein Softwarepunkt war in Cinema 4D die Einführung des Physical Renderers im Jahr, wann war das? 2013, glaube ich. Weil der einfach eine analogere Bildqualität zauberte, die so ein bisschen mehr an Film erinnerte, während der Standardrenderer immer leicht überschärft und leicht mathematisch wirkt und perfekt. Und der Physical Renderer, das war schon nochmal ein Meilenstein beim Rendern, in meiner persönlichen Geschichte. Ja, das glaube ich. Da hat sich ja jetzt auch gerade in der Zeit wahnsinnig viel getan, von man kann überhaupt ein 3D-Bild darstellen zu, es ist mehr oder weniger an der Tagesordnung, dass die Sachen fotorealistisch aussehen. Und wie wird das da bei dir weitergehen? Du sagst es ja, das ist ja auch so ein bisschen dein Aushängeschild, dieses Global Illumination Optik ohne tatsächlich GI. Wirst du das dann bei Redshift zum Beispiel weiter nutzen oder sagst du dann, okay, jetzt ist Soft und Hardware schnell genug, dass ich das
dass ich das einfach mitnehme. Weil es ist ja, dann wäre ja trotzdem noch schneller. Ich vergleiche es mal hier im Kampfsport-Jargon ein bisschen mit, wenn man, also ich behaupte mal, dass ich was Lighting, Shading und Lighting angeht, einen gewissen Titel habe oder gewisse Fähigkeiten habe. Also ich bin nicht mehr darauf angewiesen, GI zu brauchen. Ne? Und ich kann das soweit gut, dass ich sagen kann, aber ich kriege das auch ohnehin in den allermeisten Fällen. Und es ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, ich muss das vermeiden, um schneller zu rendern, weil die GI in Redshift ist nun mal sauschnell. Und die GI in Redshift ist eigentlich auch, wenn man sich mit Rendern auskennt, gut zu bedienen, in Corona noch leichter zu bedienen. Und mittlerweile vermeide ich oder lasse ich GI nicht weg, weil ich dadurch riesen Einsparungen hätte, obwohl doch in Cinema schon eigentlich mit Standard- und Physical-Render ist es schon schneller auch ohne. Aber ist, mit Redshift wäre das kein Thema mehr. Ich lasse es trotzdem weg. Habe ich erst heute gemacht. Ich arbeite mich ja gerade in Redshift ein. Warum? Ganz einfach, weil es für mich ein artistischer Aspekt ist, dass ich mein Licht auch in den kleinen Aspekt oder in den wichtigen Aspekt des indirekten Lichts selbst machen will. Und das ist für mich eine künstlerische Auffassung letztlich. Überlasse ich das jetzt der GI, also im Grunde anderen Ingenieuren, oder mache ich das selbst und mache das mit meinen Skills? Und letztlich ist das dann für mich befriedigender und schöner und ich kann viel gezielter aufs Licht Einfluss nehmen. Das mache ich nicht zur Religion. Wer GI nutzen will, soll das machen. Es ist ja auch mittlerweile vollkommen legitim. Man soll sich bloß mal Octane angucken. Aber ich werde wahrscheinlich erstmal so weiter verfahren, nur eben mit viel sauschnelleren Engines wie zum Beispiel Redshift. Ja, also letztlich ist es eine Einstellungssache oder eine Philosophie, deswegen habe ich hier wegen Kampfsport-Jargon angefangen. Ne? So der, wenn du den dritten Dan im Karate hast, machst du ja auch keine Gedanken mehr, wie du auf die Matte fällst. Ne? Und so. Okay. Jetzt haben wir hier noch eine Frage im Chat und ich hätte auch noch so zwei, drei Fragen an dich. Ja. Wir hatten jetzt abgemacht bis 3 Uhr. Hättest du auch noch ein, zwei Minuten mehr? Oder ja, klar. Sonst würden wir die eine Frage aus dem Chat noch klären. Ja, klar. Kein Problem. Wie gewinnst du Kunden gerade in deinen Anfängen? Dann ziehen wir vielleicht erstmal noch vor. Genau, die hatte ich auch. Es gibt ja zum Beispiel auch Plattformen, Freelance-Plattformen oder sind das eher einzelne Leute, die dich direkt anschreiben oder eher Business-Kunden? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Also in den Anfangszeiten der Selbstständigkeit ist es tatsächlich so, dass du schon gucken musst, wo das Geld herkommt, weil es kennt dich noch keiner, du hast dich noch nicht etabliert in der Community, nicht etabliert, nicht am Markt etabliert, womöglich arbeitest du von zu Hause aus, hast Kleinstkunden, irgendwie den Onkel oder die benachbarte Lackierwerkstatt. Das ist eine schwierige Ausgangsposition, zumal sich ja heute durch die leichtere Verfügbarkeit von Hardware und Software auch viel mehr Fische in dem Aquarium tummeln als noch vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe. Das heißt, man muss Geduld haben und in kleinen Stufen denken. Das heißt, man macht erstmal einen Auftrag für, weiß ich nicht, bekannte, befreundete Unternehmen, eine Visualisierung von, weiß ich nicht, einer Architektur, außen, innen. Dann fragt man mal irgendwie bei einem Ingenieursbüro nach, braucht ihr Visualisierungen? Dann ist es ganz wichtig, die Kommilitonen mit im Fokus zu behalten, denn manche von ihnen gehen in die Werbung und dann ist es nützlich, wenn man die später noch kennt. Und oder ich meine, gut, unabhängig davon ist es sowieso wichtig, Kontakt zu halten, auch aus einfach sozialen und freundschaftlichen Aspekten, das ist ganz klar. Aber es ist immer gut zu gucken, was machen die anderen, wo sind die anderen hingegangen und kann man vielleicht diese Kontakte noch nutzen. Und so gewinnt man dann nach und nach, Stück für Stück, etwas größere Kunden und am Ende kennt jemand einen beim Fernsehen oder bei Autohersteller oder beim, was weiß ich, oder bei einer Filmproduktion. So, und aber am Anfang ist echt Geduld angesagt und nur das Geld ausgeben, was man auch wirklich hat. Also ich kann nicht empfehlen, sich großartig zu verschulden am Anfang. Was ich nie gemacht habe, muss ich noch dazu sagen.
Okay, das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für eine weitere Frage, die ich noch hatte, und zwar diese Selbstvermarktung. Welche Kanäle und Plattformen nutzt du so? Die hatte ich ja auch schon stellenweise verlinkt. Was findest du da sinnvoll, und wo sagst du halt, ach, das ist absoluter Quatsch? Ja, die Selbstvermarktung ist ein wichtiger Teil, denn du musst ja auf eine Trommel hauen, damit dich andere hören. Ganz wichtig. Das kann aber auch extrem viel Zeit fressen und ein richtiger Zeitmülleimer werden, so eine Selbstvermarktung. Deswegen muss man so soziale Kanäle wie Facebook und Twitter und Instagram immer mit dem, wie der Engländer sagt, mit with a grain of salt nehmen. Das heißt, nur so viel, wie es wirklich nötig ist, weil sonst kannst du auch den ganzen Tag an Facebook sitzen und die vermarkten und hast am Ende keine Zeit mehr fürs Arbeiten. Was ich nutze, ist ganz klassisch erstmal immer die eigene Website. Die hoste ich bei Strato und gestalte die selbst mit einem mittlerweile leider nicht mehr supporteten Programm von Adobe. Das nennt sich Muse. Aber es gibt auch andere Softwarelösungen, die noch supported oder aktuell sind. Mit denen kann man sich ohne Codekenntnisse eine eigene Website zusammenbauen, zum Beispiel Adobe Portfolio. Oder Pine Grove oder Pine Tree ist ein anderer Website-Builder, der nach dem WYSIWYG-Prinzip funktioniert, also what you see is what you get, ohne Code-Einsicht oder wenn man es nur, wenn man es will. Und die anderen Kanäle, die ich benutze, sind eine Unternehmensseite bei Facebook, die ist wichtig. Ich bin ja auch privat bei Facebook, aber eine Unternehmensseite bei Facebook, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt. Und bei Twitter ein bisschen Präsenz zeigen, obwohl Twitter auch, ich habe das Gefühl, Twitter so ein bisschen sehr trendgesteuert ist, was die Branche angeht. Aber man sollte auch dort präsent sein. Und Instagram, nee, da sind mir zu viele Influencer, die nach Dubai fliegen drauf. Oder oder TikTok lasse ich, bin ich, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Also Twitter, Facebook, ach so ja, YouTube. YouTube ist sinnvoll, wenn du videomäßig was zu sagen hast. Das heißt, wenn du Tutorials machst, wie du als Trainer ja auch tun solltest in meinem Fall, dann solltest du auch einen YouTube-Kanal haben, sondern hast du schon drei Sachen, beziehungsweise mit Website vier. Und da merkst du, da kann viel Zeit drauf gehen. Alleine einen YouTube-Kanal anständig zu pflegen, mit Inhalt zu füllen, ey, kann schon ein Vollzeitjob sein. Dann machst du nur noch Tutorials. Und also das wirklich dosiert einsetzen. Und ich glaube, dass dieses eigene gesammelte Portfolio, die Website, in welcher Form auch immer, dass die eigentlich das Wichtigste ist. Und dann kommt vielleicht ein bisschen Facebook und etwas Twitter und YouTube. Aber viel Ja, mehr würde cool. ich Das nicht ist, machen, glaube weil sonst ich, kannst du den ganzen Tag am Rechner sitzen, nur für Eigenwerbung. auch ein schönes Abschlusswort. Hättest du da vielleicht abschließend noch irgendwas, was du den Studis mit auf den Weg geben würdest? Also zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ab wann du deine eigene Website hattest, aber wo du vielleicht noch sagen würdest, ach Mann, wenn ich die doch mal von Anfang an gehabt hätte oder wenn ich das und das früher gewusst hätte. Geht es um Website jetzt oder um generelles Wissen? Einfach generelles Wissen, auch vielleicht, so wie du eingangs gesagt hattest, der Umgang mit Kunden, wo du sagst, ach Mann, das nächste Mal muss ich das aber vorab klären, das habe ich vergessen, was du jetzt jemandem, der noch Anfänger ist, der gerade in das Berufsleben einsteigt, Ja. noch an die Hand geben könntest. Also ich kann so auch am Schluss noch so drei Weisheiten als Senf mitgeben. Das erste ist die eigenes oder vier, die eigenen Skills vertiefen. Ist immer viel wichtiger als auf Hardware zu schimpfen oder auf Software zu schimpfen. Das heißt, ey, du kannst auch mit einem Dual 800 MHz Rechner kannst du ansehnliche 3D-Stills, vielleicht auch Animationen machen. Also klar, nicht Vintage jetzt, aber du kannst auch mit einem kleinen Rechner was Anständiges machen, wenn du gute Skills hast und dich nicht auf vorgefertigte Lösungen verlässt. Und dann hast du auch keine Entschuldigung mehr, auf Hardware oder Software zu schimpfen. So, erstens. Also gut werden und auch mal out of the box denken. Zweitens ist, das Maul nicht zu voll nehmen. Das heißt, nicht sagen, ja, kann ich, schaffe ich, mache ich und dann übersteigt es deine eigenen Fähigkeiten oder Kenntnisse und dann endet das in einer Katastrophe, sondern dein Wissen richtig einschätzen können. Das ist auch wichtig. Und da kommt der dritte Punkt, einzusehen, man hört niemals auf zu lernen. Ne? Ich mache jetzt 23, 24 Jahre Cinema 4D und ich kann das Programm immer noch nicht, bei weitem nicht vollständig.
aber ich bleibe dran und ich habe meine Nischen, in denen ich mich extrem gut auskenne. So, und so spezialisiert man sich. Das vierte ist, frühzeitig in der Community Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten, mit anderen Artists. Ein gesunder sportlicher Wettbewerb, auch unter Freunden, denn ich habe meine wichtigsten Freunde in der Cinema4D-Community gefunden. Und das fünfte, jetzt sind schon fünf Punkte, fünfte und letzte Punkt ist, hab Leidenschaft für deinen Job, aber riskiere niemals deine Gesundheit dafür. Das heißt, lass dich nicht engagieren von Buden, die dich verbrennen oder dir einen Burnout riskieren. Also du sei mit Leidenschaft und hoher Motivation dabei und gib meinetwegen auch 110%, aber niemals die eigene Gesundheit für einen Job aufs Spiel setzen, weil ich habe ja erst vor 70 Stunden gepennt. Nee, geht nicht, verbrennst du dich, mach es nicht. Ach so, und da kommt noch der sechste, niemals Jobs annehmen, die nur dafür sind, ja, da kannst du ja für dich werben, ja, da stehst du ja im Abspann und kriegst einen 20er dafür. Also nee, so ein bisschen Gegenwert muss da immer sein für die eigene Leistung. So, das waren jetzt schon 5,5 Tipps. Ja, super. Das ist doch ein schönes Schlusswort, schöner Weisheiten zum Abschluss. Ja, Marc, vielen Dank für deine Zeit. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht, ein bisschen Wissen weiterzugeben. Und bleibt gesund, ne? Ja, super. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss.